Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Mini-Backofen-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Mini-Backofen-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Klarstein Omnihef 20. Der Klarstein Omnihef 20 2G ist eine platzsparende Ergänzung für alle winzigen Häuser und auch Teile. Der Miniaturofen hängt von allen Bedürfnissen ab, egal ob Sie Pizza, Kuchen oder Geflügelbraten zubereiten möchten. Mit einem Ergebnis von bis zu 1500 Watt kocht der kleine Herd alle Rezepte, ohne ins Schwitzen zu kommen. Ein integrierter Timer von 0 bis 60 Min. Macht es einfacher, zeitempfindliche Gerichte zuzubereiten und signalisiert Ihnen auch, wenn das Essen zubereitet wird. Mit dem Klarsteinofen mit einem 20 Liter innen können Sie nicht nur die Garzeit einstellen, sondern auch den Temperaturmodus. Eine rotierende Steuerung ermöglicht Kochen, Grillen sowie Heizen zwischen 100 und auch 230 C. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Tefal Toast den Apostroph Grill. Niemand im Test erfüllt den Mini-Standard besser. Der Tefal Toast in Grill 2&1 TL 6008 ist der kleinste und insgesamt engste Ofen in der Prüfung. Die schränkt jedoch auch seine möglichen Verwendungen ein. Ein Baguette passt immer noch gut. Es ist begrenzt für einen gratinierten Gruß erhalten. Eine ganze Pizza ist mit einer Kochschalengröße von nur 26 bis 16 cm völlig schwierig. Der Tefal Mini-Ofen kann zusätzlich als Toastherofen genutzt werden, daher der Name Toast in Grill 2&1. Die Toast- und Ofenfunktionen können separat genutzt werden. Auf Platz 3 haben wir die TZS First Austria. Für seinen vergleichsweise günstigen Preis bietet der TZS First Austria für 5046,1 eine ganze Menge Power. Sie werden sicherlich die 2000 Watt aus der schnellen Aufwärtszeit sehen. Der kleine Ofen ist sehr umständlich, bietet aber auch Platz für zahlreiche Pizzen oder gebratenes Geflügel zur gleichen Zeit. Der Kochbereich fasst 45 Liter. Eine normale eisige Pizza aus dem Supermarkt passt leicht auf das karitative Backblech, das 40 bis 30 cm bestimmt. Mit den Arten der Heizung können Sie einen Schalter nutzen, um zwischen führenden und unteren warm zu wählen oder nutzen Sie beide zur exakt gleichen Zeit. Zirkulierende Luft und auch die Rotisserie können von einer weiteren Regulierungsbehörde aktiviert werden. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Stehbar KB23. Der Stehbar Mini-Ofen KB23 ist ideal hinter dem zweiten Standort. Der Begriff Mini ist hier eigentlich richtig, denn der Stehbar ist eines der tragbarsten Modelle in diesem Vergleich. Das führt bis zu dem Punkt, der in den Prüfungssieg gekostet hat, eine ganz typische Tiefkühlpizza aus dem Lebensmittelgeschäft passt nicht auf das Tablett. Da wir dies als einen der wichtigsten Einsatzorte für einen Mini-Ofen sehen, bringt es die Stehbar Minuspunkte. Ansonsten ist der Mini-Ofen ein rundum akzeptables Element. Es ist von extrem ausgezeichneter Top-Qualität und auch die Situation punktet mit viel Edelstahl. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Gastro-Obak 42814. Ansonsten überzeugt der Gastro-Obak Backer und Grill mit einer ausreichend großen Backfläche und auch einem langen Draht. Der Ofen war das Gadget mit der längsten Betriebszeit im Test. Es kann mit einem Timer für ganze 150 Min. Gleichzeitig ausgeführt werden, ohne dass Sie es neu starten müssen. Der Braten kann nicht viel länger mit einer der Prüfungsaussichten brutzeln. Wenn es ums Aufwärmen geht, ist der Gastro-Obak Mini-Ofen der langsamste in der Untersuchung. Nach 10 Minuten auf höchstem Niveau erreicht er etwa 190 Grad. Vorteil unser zweiter Bereich im kleinen Ofentest. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.